Okay, jetzt ist das Mikrofon an. Super. Ja, dann herzlich willkommen euch alle. Ihr seid ja echt viele diesmal wieder. Das ist super. Herzlich willkommen auch im Stream beim Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft in der Seabase. Wir haben wie immer einen Livestream. Das heißt, wer von euch Fragen stellen möchte, nicht gefilmt werden möchte, sollte dort in diesen Bogen gehen, damit man nicht im Bild ist. Außerdem ist heute Abend wieder Rauchverbot, dadurch, dass so viele Leute hier sind und die Veranstaltung ist. Genau. Und wir haben ein wunderschönes, farbenfrohes Programm für euch vorbereitet. Das sind zum ersten drei kurze Vorträge zu kleineren Projekten, Kampagnen. Das ist zum einen, jetzt, sehr schön, Markus Beckedahl wird kurz über Netzneutralität sprechen. Ich werde euch kurz unsere Kampagne zur EU-Wahl vorstellen. Und dann kommt Daphne Büllesbach, die die EU-Bürgerinitiative zum Medienpluralismus vorstellen wird. Und dann kommen wir zu unseren größeren Vorträgen für heute. Da wird der Adrian Glocke über Exportkontrollen von Überwachungstechnologien sprechen und da einfach mal ein Update geben, was passiert bei dem Themenbereich gerade, was ist in Deutschland so der Stand, was macht Europa gerade in dem Themenbereich und was ist auch bei dem Wassernahabkommen, dass das Ganze auf internationaler Ebene regelt, gerade der Stand. Und darüber befreuen wir uns ganz, ganz besonders. Anna Nikitina und Sergej Klein aus der Ukraine werden euch von der aktuellen Situation dort berichten. Ihr habt ja bestimmt alle die Nachrichten verfolgt und seid vermutlich auch deswegen hier. Ja, sie sprechen über digitalen Aktivismus und kulturellen Aktivismus in dieser Protestbewegung. Und wir freuen uns ganz besonders, dass sie hier sind in Berlin und fangen jetzt an. Mit Werdefördermitglied? Nein, das ist dann später. Aber ihr könnt natürlich trotzdem gerne Fördermitglied werden vom Verein Digitale Gesellschaft. Und ich fange, damit wir nicht die Computer sofort tauschen müssen, doch schon mal an mit einer kurzen Vorstellung von repromise.eu, wo wir uns sehr freuen würden, wenn ihr da alle sofort unterschreibt. Und zwar erzähle ich euch jetzt, warum. Wie ihr bestimmt alle wisst, ist am 22. bis 25. Mai EU-Wahl und wir haben da auch einen wunderschönen kleinen Teaser, den ich euch vorspielen kann. Nein. Machen wir eine Techno-Party? Manchmal gibt es auch Bild. Großartig, findet ihr bestimmt auch. Der will nicht groß werden. Andi! Nein, aber deswegen müsste das ja trotzdem gehen. Aber das ist die Freedom Not 4 Demo. Das ist die Freedom Not 4 Demo. I'm sorry. Es war eine ganz kurze Präsentation, die jetzt auch eigentlich schon vorbei ist. Und jetzt probiere ich das nochmal, indem ich vorher Pause mache, damit er nicht überfordert ist. Ah. Ah, wunderschön. Jetzt aber. Dankeschön.
So, also am 22. bis 25. Mai 2014 ist Europawahl und da dachten wir uns vor einem Jahr bei der EDRI-Mitgliederversammlung, das ist der europäische Dachverband der ganzen Organisationen, die sich mit digitalen Grundrechten beschäftigen, ja, was kann man denn da machen, damit auch die Abgeordneten und die Kandidaten und Kandidatinnen zur EU-Wahl mal mitbekommen, dass digitale Bürgerrechte und Grundrechte wichtig sind und haben uns überlegt, wir sollten eine Charta machen, bei der man sich beteiligen kann und bei der man dann eben auch als Kandidatin oder Kandidat unterschreiben kann, dass man diese Prinzipien unterstützt. Also zum Thema Transparenz, Modernisierung, Urheberrecht, Anonymität und Verschlüsselung im Internet. Also ein ganzer Katalog von wichtigen Punkten, Nutzung freier Software, Exportkontrollen, über die wir dann später nochmal hören werden. Die ganzen Sachen, die uns als digitaler Grundrechtsbewegung wichtig sind und wo wir sagen, als Abgeordnete sollte man das auch unterstützen, wenn man im Europaparlament ist. Und das Großartige ist, bereits 50 Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen das und sagen, ich finde diese Prinzipien gut. Und man kann diese Seite in 10 Sprachen aufrufen, was auch super ist. Ein ganzes Netzwerk an Organisationen ist hier beteiligt und hilft dabei, das zu übersetzen. Und mittlerweile gibt es auch schon 700 Unterschriften auf der Seite, jetzt in der ersten Zeit, in der die Seite online ist. Das ist auch sehr cool und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr alle und möglichst das auch weiterverbreitet, erstens unterschreibt und zweitens eben auch dann das an eure Freunde, an euer soziales Netzwerk überall hin verbreitet. Und ihr könnt auch gerne Banner runterladen für das Blog. Das kann man hier unten, wenn ihr irgendwo was einbinden möchtet, kann man das dann reinschreiben. Genau. Deswegen unterschreibt bitte auf repromise.eu. Schaut euch nochmal genauer die Seite an. Schaut, ob ihr alle Prinzipien unterstützen könnt. Und als kleine Weltpremiere haben wir heute noch einen zweiten Trailer mitgebracht, der morgen dann veröffentlicht wird. Mal als erstes auf Fullscreen. Und nochmal Ton. Gesehen, es sind schon sehr, sehr viele Abgeordnete dabei und sehr viele Kandidaten und ihr könnt unterstützen, dass diese tollen Politikerinnen und Politiker ins Parlament gewählt werden. Dankeschön. So, jetzt kommt Markus und wird vorher erstmal den Rechner umstecken.